Tax. Nehmer. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Heu? Nein, das Gold nicht. Da oben, das kannst du auch noch werden. Ich versuche auch die Nacht über immer ein bisschen was zu machen. Ah, unser Charakter hat sich auch gerade ein bisschen verändert. Er kriegt nämlich einen Bart. Das ist so eine seiner Spezialfähigkeiten. Unser Charakter kann sich einen Bart wachsen lassen. Es gibt verschiedene Charaktere, ich glaube, keine Ahnung, 8 Stück oder so. Oder gibt es schon mehr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jeder Charakter an sich hat eine eigene Fähigkeit, ja, eine Spezialfähigkeit. Die eine lernt besser, die andere hat eine tote Schwester dabei, einer ist ein Roboter. Wow, hier sind ein paar mehr Bienen. Falsch gelaufen, wir müssen hier nach Norden. Aber, na und unser Charakter ist halt der Grundcharakter und hat mehr, der weiß mehr, weil er ein verrückter Wissenschaftler ist, ja. Er ist sehr intelligent und hat verschiedene Pläne, quasi. So, hier und das legen wir dahin. Das gibt ja hier keine Maulwürfe gerade. Maulwürfe klauen Steine. Die Eulen. So, wir stellen das ungefähr hier in die Nähe des Baumes. So, das ist das, was ich die ganze Zeit bauen wollte, ja. Das ist ein permanentes Lager im Großen und Ganzen. Dieses permanente Lager kann ich jetzt immer wieder anzünden. Da muss ich dann nur ein bisschen Holz reinschmeißen oder sowas, ja. So. Thermometer. Mit einem Thermometer kann man ungefähr abschätzen, wie die Temperaturen steigen und fallen. Und man kann dementsprechend die Jahreszeiten bestimmen. Ja, die Steine hatten wir schon mal gefunden. Das ist sehr gut. Denn damit können wir die Blaupause für einen Blitzableiter basteln. Blitzableiter leiten Blitz ab. Denn es gibt auch Unwetter. Ja, Regen, Blitz, Sturm, Schnee. Alles scheiße. Und Blitzableiter leiten Blitze sehr gut ab. Und das sorgt dafür, dass unser Lager nicht abbrennt. Ja. Das ist nämlich sehr ungünstig, will ich dazu nur mal meinen. So, was brauchen wir noch? Die Alchemie-Maschine. Das ist eine zweite Wissenschaftsmaschine, welche dafür sorgt. Elektrisches Dings brauchen wir zweimal. Die Alchemie-Maschine gibt uns noch ein paar Rezepte dazu. Noch ein elektrisches Dings, bitte. Was brauche ich jetzt noch? Um das zu bauen? Stein. Okay. Jetzt müssen wir... Stein. Genau. Einen geschliffenen Stein müssen wir noch machen. Ah. So. Die beiden... Das ist so die Grundausstattung, die man so braucht. Diese beiden Maschinen. Aha. Seht ihr? Es fängt an zu regnen. Gerade drüber gesprochen. Wir setzen uns einen anderen Hut auf, damit wir nicht nass werden. Nässe ist genauso ungünstig wie alles andere auch. Eigentlich ist nichts gut in dieser Welt, was so passiert. Ja, das will ich nochmal anmerken. Mampf. Und noch eins. Mampf. Und zwar, das Lagerfeuer geht jetzt ein bisschen schneller aus. Ja, ist ja noch nicht so wild, ist ja noch Tag, tendenziell. Wir werden nass, was dafür sorgt, dass uns unsere Sachen nass werden. Die könnten dann zum Beispiel aus der Tasche rausfallen. Ja? Sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. So. Ich brauche mehr Scheiße. Ich brauche Bifelur-Scheiße. Ich brauche einen Regenschirm. Aha, es ist auch noch Gewitter. Ja, wie gesagt, könnten jetzt Blitze einschlagen da drüben. So. Dankeschön. Dankeschön. Hat noch jemand AA gemacht? Aha. Hast du fein gemacht? Ja, bist ein feines Bifelo.
So. So, Samen sammeln wir auf. Hui, perfekt. So, wir stellen uns unter unseren Baum. Bäume verhindern natürlich, dass man stärker nass wird. Deswegen immer nicht so verkehrt. So. Wir können unseren ersten Garten bauen. Wollen wir den da oben hinsetzen? Ja, ne? So, der hat jetzt Mucken gemacht, weil das war unsere erste Blaupause, die wir gesetzt haben. Zack. Und die Samen, die die Vögelchen so bringen, die können wir einpflanzen. Das wiederum ist komplett random, was da rauskommt. Das kann man nicht beeinflussen. Aber es wächst irgendetwas. Man kann das Ganze noch ein bisschen mehr düngen. Holzfußboden. Naja, man kann so viel Scheiße basteln. Kühlbox. Seht ihr, dazu brauchen wir die Maschinenteile. Seile. Meckert er kurz. Er hat nicht mehr genug Platz. Ich mache hier alles so ein bisschen unter dem Baum, damit ich nicht nass werde. Ja, mit meiner Mütze, Regenschirm und Baum. Das ist genügend Schutz, um nicht nass zu werden. Rucksack. Wir müssen Rucksack. So. Jetzt haben wir mehr Inventarplätze. Wie gesagt, ist einige Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Oh, war das jetzt mein letztes Stroh? Oh, das ist ja gemein. Da müssen wir Stroh sammeln gehen. Am nächsten Tag. Warte mal, wo ist denn hier der nächste? Hier hinten. Hier hinten. Hier hinten. Dann würde ich sagen, ich nehme mal auch ein bisschen. Ach, hier haben wir auch noch was. Ich bin immer recht frühzeitig dabei, alles strukturiert mitzunehmen im Großen und Ganzen. Also was ich damit sagen will, ist, man kann gewisse Dinge mitnehmen, auspflanzen, einpflanzen, wie man es... Oh, es wird Nacht. Es ändert sich auch, die Mondzeiten ändern sich. Es ist Halbmond. Halbmond ist noch nicht so schlimm. Natürlich hat das auch negative Effekte, ne? Also es hat, alles hat negative Effekte. Na, was brauche ich denn? Flint? Aber wieso habe ich denn keinen Flint? Ach, die habe ich weggelegt wahrscheinlich. Oh Mist, ich muss mehr heizen. Weil es regnet. Ja, geht das Feuer schneller aus. Wir machen uns jetzt eine Schaufel. Wir könnten uns eine prunkvolle Schaufel machen. Aber... Warum? Wozu? Brauchen wir nicht. Das wäre Quackes. So, ein bisschen sortieren im Inventar. Müssen halt auch immer gucken, dass wir genug Essen haben. So. Was ein bisschen doof ist, dass wir eigentlich keine Hasen haben. Das geht mir ein bisschen gegen den Strich. Hasen waren hier hinten, aber das ist zu weit weg für uns. Wir müssen mal gucken, was hier oben auf uns wartet. Was ist das da? Kann ich nicht erkennen. Könnte noch ein Bienenkorb sein. So, das und das haben wir. Einen Bienenkasten. Versorgt mich mit eigenen Bienen. Wir haben einen Imkerhut, wir haben ein Netz. Theorie nicht verkehrt, praktisch. Schwierig. So, also, wir wollen jetzt mal gucken, was hier oben so auf uns lauert. Hier sind auch ein paar Büsche, die können wir abernten unterwegs. Leider können wir uns keine Marker setzen, dafür ist das Spiel leider nicht ausgelegt. Der Regen ist gar nicht gut, dann wachsen unsere Feldfrüchte ein bisschen schneller. Wir sammeln alles auf, was Nahrung bringt, quasi. Hi, okay, das war Heilung.
Also man kann Blumen essen, das bringt Heilung. Da muss ich jetzt selber gerade mal nachgucken. Da oben ist ein Hase. Das ist ein gutes Zeichen. Hase, wo hast du dein Loch? Da vorne. Okay. Dergleichen. Die halten uns jetzt ein bisschen über Wasser. Aber wir werden uns etwas mehr auf Reisen begeben. Ja. Also etwas weiter weg, wollte ich damit quasi sagen. Um zum Beispiel Büsche, die sehr weit weg sind, mit nach Hause zu nehmen. Die keinen effizienten, nichts Effizientes für uns haben. Ja, weil sie zu weit weg sind. Ja. Alles, was so in Close Distance ist, das lasse ich hier so wild wachsen. Und was sehr weit weg ist, das nehmen wir mit nach Hause. So, unser Regenschirm hält noch 82% auf unserem Hut. Nehme ich mit. So, 23 Äste. Hier ist noch ein Busch. Sehr schön. Okay, es hört auf zu regnen. Was wir so gefunden haben gerade. 4, 10, ja. In der nächsten Nacht, das müssen wir noch schaffen bis dahin. Ach da. Werden wir alles kochen. Gubbel, Gubbel? Wo ist Gubbel, Gubbel? Das hört sich an, als ob Gubbel, Gubbel rechts wäre. Aber wir können Gubbel, Gubbel ja mal anlocken. Gubbel, Gubbel. Da unten ist Gubbel, Gubbel. Hier. Gubbel, 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 Gubbel. Der ist blind. Keulen. Meins. Haha. Du Narre. Haben immer nur Augen für ihre Bären. Und das hat ihn umgebracht. Man könnte sagen, ich hätte ihn umgebracht, aber das ist jetzt, ne? Rotglobereu. So, oh, eine Straße. Mal gucken, wo sie im Norden hinführt. Sagt viel erkunden, das ist wichtig. Wer viel erkundet, findet viel. Es gibt noch so viele Sachen, die wir finden müssen. Wo ist Chester? Wo ist meine Biene? Nein, das ist keine Biene. Es ist eher ein... Wie heißt der? Glomp? Ich glaube, es ist ein Glomp. Aber Glomp ist nur in einem Herbstwald zu finden. No, no, no. Alter, predicted. Das ist...